Liebe Gemeinde, heute soll es um einen Mann gehen, um einen besonderen Mann. Dieser Mann brach mit allen üblichen Verhaltensweisen. Er schätzte sich nicht darum, wie er wohnte. Er schätzte sich nicht darum, was er anziehen sollte. Ja, er hatte noch nicht mal einen festen Wohnsitz. Es kümmerte ihn nicht, was er trug. Er trug tatsächlich eine zerrissene Kleidung und eine Weste aus Fell. Und erst recht war es ihm egal, was die Leute von ihm dachten. Er stellte sich gegen die Lebensweise von dir und mir. Dieser Mann sagte Dinge, von denen ein höflicher Mensch geschwiegen hätte. Trotzdem fasziniert er. Trotzdem hören Menschen ihm zu und trotzdem gehen Menschen zu ihm. Aber lassen Sie mich von vorne gehen. Es gab da ein altes Ehepaar. Dieses Ehepaar lebt in einer kleinen Stadt im jüdischen Gebirge. Der Mann hieß Zacharias und seine Frau hieß Elisabeth. Beide lebten zu der Zeit, als Herodes das jüdische Land regierte. Eines Tages war Zacharias zum Priesterdienst im Tempel in Jerusalem eingeteilt. Er ging in den Tempel, um dort seinen Dienst zu versehen, und da erschien ihm ein Engel. Der Engel verkündete ihm die Geburt eines Sohnes. Aber Zacharias und seine Frau waren eigentlich schon zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Zacharias glaubte dem Engel nicht, aber der Engel gab ihm ein Zeichen. Zacharias wurde stumm. Er ging zurück zu seiner Frau und sie wurde schwanger. Erst als das Kind geboren war, konnte Zacharias wieder sprechen. Elisabeth wollte den Jungen Johannes nennen. Die Verwandten wunderten sich über diesen Namen, denn kein anderer aus der Verwandtschaft hieß so. Da fragten sie Zacharias, der als Vater das Recht hatte, dem Kind einen Namen zu geben. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen reichen und schrieb darauf, er soll Johannes heißen. Von diesem Augenblick an konnte er widersprechen. Liebe Gemeinde, ein Märchen von einem kinderlosen Paar, dem doch noch im hohen Alter ein Sohn geschenkt wird. Märchenhaft könnte es weitergehen. Dieser Sohn könnte nun aufwachsen und in die Welt hinausziehen, Abenteuer erleben, vielleicht eine Prinzessin retten und so selber König werden. Er würde dann mit vielen Schätzen heimkehren und so seine armen alten Eltern stolz machen. Aber so geht es nicht weiter. Ob seine Eltern trotzdem stolz auf ihn waren, weiß ich nicht. Johannes hat ihnen vermutlich das Herz gebrochen. Denn der Sohn, der ihm auf so wundersame Weise geschenkt wurde, verließ sie bald. Nicht um zur Heirat oder Karriere zu machen. Er ging in die Wüste. Und in der Wüste fastete er. Er trinkt keine alkoholischen Getränke, er schneidet sich nicht die Haare, er isst, was er gerade in der Wüste findet, Honig und Heuschrecken. Er trägt keine Kleidung, die gerade Mode ist, sondern ein Büßergewand. Grober Stoff, darüber eine Weste aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Liebe Gemeinde, Johannes ist einfachste Nahrung. Er trägt einfachste Kleidung. Er meidet jegliche berauschende Genussmittel. Er lebt nicht einmal in einem Haus. Er geht in die Stille, weg vom Lärm und der Hektik der Zivilisation. Er sondert sich ab. Und mit seiner Lebensweise demonstriert er gegen die Lebensweise der normalen Menschen. Er demonstriert nicht nur dagegen, sondern er stellt auch die Lebensweise der normalen Menschen in Frage. Seine Art zu leben ist die Art eines Büßers. Schon mit seinem Äußeren prägt er Umkehr vom üblichen Lebensstil. Eines Tages wird er von Gott berufen. Er geht an den Jordan und bricht nun auch mit Worten die Buße.
Die Leute sollen von ihrem bösen Tun ablassen und Gutes tun. Durch seine Lebensweise und durch seine Worte predigt er. Aber er predigt hart. Er hält den Menschen ihre Verfehlungen vor, er beschimpft sie. Er hat keine Angst, auch der Oberschicht die Leviten zu lesen. So sagt er: Ihr Schlangenbund, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesem Stein Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Keiner lässt sich gerne auf seine Fehler aufmerksam machen, schon gar nicht in einem solchen müden Ton. Es ist doch so unter uns Menschen, dass sie einen Fehler nicht gesehen werden. Man sieht, sprichwörtlich, den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge sieht man nicht. Die meisten Menschen wollen ihre Fehler nicht einsehen. Im Gegenteil, während sie eigentlich eine schlimme Strafe verdient hätten, versuchen sie sich auf jede erdenkliche Weise zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Das beobachte ich auch bei mir selber, aber auch bei anderen. Dass wir mal zuerst versuchen, es anderen in die Schuhe zu schieben, oder man gibt halt den Umständen oder der Gesellschaft die Schuld. Aber die Verantwortung für einen Fehler möchte eigentlich keiner gerne übernehmen und sagen, ja, da habe ich was versaut, da habe ich einen Fehler gemacht, meine Schuld. Johannes verlangt viel von seinen Zuhörern, sich selber ehrlich und schuldlos zu prüfen. Und nach dieser Prüfung muss man seine Fehler bekennen und Buße tun. Das heißt, versuchen künftig diesen Fehler nicht mehr zu machen und versuchen, es irgendwie wieder gut zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, merkwürdigerweise will Johannes mit seiner harten Predigt keinen verdammen, obwohl das erstmal so scheint. Er selber sieht sich nicht als Richter. Er will die Menschen auf zugegebener krassen Weise ermutigen, das alte Leben abzuwaschen und ein neues zu beginnen. Er legt seinen Finger in die Wunde. Das tut weh. Aber Wunden müssen gereinigt werden. Manchmal sogar mit einem Skalpell, damit Heilung möglich ist. Das klingt hart. Aber daran ist doch eine frohe Botschaft verborgen. Es ist nämlich möglich, noch einmal von vorne anzufangen. Schwere Last, die ich mit mir trage, die mein Gewissen belasten, wird von mir genommen und ich kann wieder frei atmen. Als Zeichen dieses neuen Lebens tauft Johannes die Menschen. Das alte Leben wurde gereinigt und ein neues konnte beginnen. Liebe Brüder und Schwestern, inzwischen war auch die religiöse Führungsschicht auf Johannes aufmerksam geworden. Es wurde eine Delegation entsandt, um diesen Bußprediger zu prüfen. Die Pharisäer wussten nichts mit Johannes anzufangen und sie versuchten ihn irgendwie einzuordnen. Sie fragten sich, in welches Schema dieser wilde Mann wohl passen würde. Was will er? Mit welchem Anspruch tritt er auf? Und vor allem, ist er eine Gefahr für uns und unsere Macht? Ist er eine Gestalt der Endzeit, die in den Schriften vorausgesagt war? Hält er sich für einen Propheten oder für Elia oder gar für den Messias selbst? So gingen die Pharisäer hinaus zum Jordan und fragten Johannes: Bist du ein Prophet? Und Johannes antwortete: Nein, der bin ich nicht. Bist du dann Elia? Nein, der bin ich nicht. Bist du dann der Messias? Nein, der bin
ich auch nicht. Da fragen die Pharisäer, ja, wer bist du denn dann? Da antwortet Johannes, ich bin eine Stille in der Wüste. Ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen. Und ich bin nicht wert, dass ich seine Schnürsenkel löse. Eine Stille in der Wüste. Das ist nicht viel. Eine Stimme allein, das ist doch nur ein Hauch. Wenn eine Stimme nicht mehr spricht, ist sie nicht mehr da. Der Ort dieser Stimme unterstreicht es noch. Die Wüste. Wer ist denn in der Wüste? Niemand. Keine höchste Stimme in der Wüste. Johannes bekommt von den Pharisäern so einiges angeboten. Hätte vielleicht eine große religiöse Karriere machen können. Ja, ich bin ein Prophet. Ich bin der Elia. Ich bin der Christus. Johannes tut es aber nicht. Er weiß, wer er ist. Er ist ein Vorläufer. Ein Herold. Er kennt seinen Platz im Heilsplan Gottes. Er kündigt den eigentlichen Herrn nur an. Später begegnet er Jesus und weiß, der ist es. Er entlässt sogar seine Anhänger, seine Jünger, die sich um ihn geschart haben, indem er auf Jesus Zeichen sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes begnügt sich mit der Rolle eines Ansagers. Das große Selbstbewusstsein, was er in seinen Bußpredigten an den Tag legt, ist eigentlich ein Christusbewusstsein. Er ist sich bewusst, dass die Welt sich nicht um ihn dreht, sondern dass es um Christus geht. Seine Aufgabe ist es, Zeugnis von Christus abzulegen und mit seinem Leben und Handeln, ja, mit seinem ganzen Sein, den Weg Christi vorzubereiten. Das ist der Sinn seines Lebens. Johannes steht in der heißen Sonne der Wüste und kündigt den Herrn an. In der Wüste ist sein Platz. Im Sommer ist sein Platz im Kirchenjahr. Am 24. Juni, also Mittsommer, ist sein Tag. Die Tage werden nun merklich wieder kürzer. Wir haben den Zenit des Sonnenjahres überschritten. Gerade im Sommer erinnert uns das Kirchenjahr daran, dass wir auf Weihnachten zugehen. Der Herr kommt und Johannes ruft uns zu, ihm den Weg zu bereiten. Macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wir bereiten uns auf die Geburt Jesu in unserem Herzen vor. Dies tun wir, indem wir uns an Johannes ein Beispiel nehmen und lernen, das Notwendige vom Überflüssigen zu unterscheiden. Und auch, indem wir uns unsere eigenen Schwächen und Fehler bewusst werden, um dann unserem Nächsten seinen Fehlern mit Barmherzigkeit zu begegnen. Johannes kündigt Christus wie ein Herold an. An uns liegt es, ihn jetzt auch zu uns kommen zu lassen. Das wünsche ich uns allen. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der das Verlorene sucht und selig macht, sei mit euch allen. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.